Tag 2 der Einzelmeisterschaften im Judo nach den U11 am Samstag suchten am Sonntag nun die unter 13-Jährigen ihre Berliner Meisterinnen und Meister. Und wie am Tag zuvor gab es im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen wieder tolle Kämpfe zu bestaunen. Zwei Kämpferinnen hatten da unser besonderes Augenmerk verdient. Sarah Püschel ist die eine vom KSC in Berlin. Sie zeigte sich in der Hauptrunde zuversichtlich, bärenstark und enttäuschte nicht. Mit Leichtigkeit begegnete sie ihren Kontrahentinnen und ihr gelingt in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm gegen Carina Mauer ja fast schon mühelos der Sieg und somit auch der Einzug in den Finalkampf. Die andere, Emily Gumprecht vom PSV Olympia, auf die wir besonders schauen wollen. Bei ihr sieht es nicht weniger gut aus. Mit viel Biss, mit viel Leidenschaft kämpft auch sie sich durch die Gegnerschaft und beeindruckt durch ihre konstanten Leistungen. In der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm gelingt auch ihr dann der Einzug ins Finale mit einem Sieg gegen Lea Hake vom Polizei SV Berlin. In einem spannenden Finalkampf gegen Ayla Arnaut, ebenfalls vom Polizei SV, wirkt es zunächst kurz so, als hätte ihre Gegnerin die Oberhand. Gumprecht jedoch beweist erneut Ehrgeiz, Klasse und schafft es am Ende doch noch, ihre Kontrahentin auf die Matte zu zwingen. Am Ende ist sie deshalb nicht umsonst und zufällig Berliner Meisterin. Sarah Püschel sieht sich im Finale in einer ähnlichen Situation. Anfänglich hat sie auch noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, aber schafft es am Ende mit viel Mühe, ihre Gegnerin Lisa Charlotte Dürr vom PSV Olympia auf der Matte zu halten. Ein toller Kampf und eine weitere verdiente Erstplatzierte. Also am Anfang war ich sehr aufgeregt, aber dann, als sie leicht lockerer wurde, dachte ich, jetzt ist meine Chance. Dann habe ich sie geworfen, habe sie dann gehebelt, bis sie dann abgeklopft hat. Ja, ich war sehr aufgeregt und ich dachte auch, dass ich es nicht packen werde, aber dann schon. Also ich war aufgeregt, ja. Bei ihr dachte ich halt, es könnte so, ja, sie könnte gewinnen, wenn ich einen Fehler mache, aber auch ich. Also es war so 50-50, jeder könnte gewinnen. Bei den Jungs, speziell bei unserem Favoriten Max Bauer vom Sportdojo Berlin, verlaufen die Kämpfe weitaus holpriger. In der Hauptrunde kann er zunächst überzeugen, doch kassiert er dann unerwartet eine Niederlage gegen den am Ende zweitplatzierten Philipp Vogel vom SV Berlin 2000. Aufhalten lässt sich Max Bauer davon aber natürlich nicht. Sofort steht er wieder auf der Matte und erringt in einem starken Kampf gegen Felix Noah Stoltmann vom Judo Club 03 Berlin den dritten Platz. Mit einem tollen Wurf beweist er nicht nur Klasse, sondern sichert sich dann auch noch einen Platz auf dem Treppchen. Der vorletzte Kampf, es war echt schwer, weil ja, ich habe schon ganz oft gegen ihn gekämpft. Und ich war halt einfach nicht gut drauf und er ist halt besser als ich. Also der Kampf um den dritten Platz, den fand ich jetzt eigentlich auch schwer. Aber er war nicht schwer, so schwer wie die anderen. Aber das ist schon für die Kinder hier der Jahreshöhepunkt, weil das ist das höchste Turnier, was sie in der Altersklasse 13 kämpfen können. Es gibt da nichts drüber. Und da sieht man schon bei vielen, dass sie darauf ganz schön fokussiert sind. Man hat breitere Starterfelder. Und wie gesagt, die ganze Qualität, die ist hier schon ein bisschen komprimierter als auf kleineren Turnieren, wo halt nicht alle teilnehmen. Und es gab natürlich noch jede Menge weitere tolle Finalkämpfe zu bestaunen. Es wurden noch weitere glückliche Sieger gekürt. Die, die es nicht geschafft haben, sollten aber nicht verzagen, denn die nächsten Meisterschaften, die nächsten Höhepunkte kommen ganz bestimmt.